Dem Mythos, tote Zähne müssen raus, kann ich nur eingeschränkt zustimmen. Es geht immer darum, was der Patient für eine Konstitution hat, ob er an den Meridianthemen schon gearbeitet hat und ob er mit dem Gift, jeder tote Zahn steht ein Leichengift im Knochen. Das ist unbestritten. Kann aber dieser Patient mit dem Leichengift umgehen? Kann er auch mit dem Thema vegetativ, weil das hat ja nicht nur ein Thema, so ein toter Zahn, kann er damit umgehen oder nicht? Das eruiert man am besten über Störfelddiagnostik und danach fällt man die Entscheidung.